So, wir sind heute auf der Kartbahn und ich habe mir ein paar Nullpin ausgesucht, mit denen ich gleich fahren werde. Da sehen Sie schon, denkbar professionell aus alle. Dann wollen wir mal schauen, ob ich die schnellste Runde fahren kann. Darum geht's heute. Und uns quasi qualifizieren fürs Rennen. Meine Maske rutscht. So ein Scheißdreck. Da geht mehr, da geht viel mehr. Ah, das war gut, das war gut! Oh Gott, bin ich am Kämpfen! 47, Baby! Meine Fresse, war das Arbeit! Da war jemand tatsächlich eine Sekunde schneller als ich. Aber Schieberei, der hat auch eine Runde mehr gefahren als ich. So Robin, Schluss mit Rumjaulen jetzt. Verloren ist verloren. Außerdem geht's heute um Mario Kart 8, dem Spiel für richtige Siegertypen. Da kann man ganz einfach seine Kumpels platt machen und braucht noch nicht einmal die heimische Couch verlassen. Vielleicht gewinnst auch du dann mal, Robin. Schon seit Anbeginn der Zeit gehört zu jeder Nintendo-Konsole ein eigenes Mario Kart dazu. Klar freuen wir uns also auf die neue Umsetzung wie Bolle. Abgesehen von den altbekannt spielbaren Charakteren wie Mario, Prinzessin Peach oder Toad beehrt uns nun auch Bowsers Nachwuchs. Insgesamt 7 seiner Kinder, denen wir schon in sämtlichen Mario World-Teilen die Leviten gelesen haben, sind nun als Fahrer auswählbar. Allerdings sind nicht alle der ca. 30 Charaktere gleich von Anfang an verfügbar. Durch erzielte Erfolge schaltet ihr, wie schon aus den vorherigen Teilen bekannt, nach und nach alle einzeln frei. Bei den Strecken sieht es so ähnlich aus. Bereits bekannte Kurse wie die Donut-Ebene oder die Kumu-Weide aus den vorherigen Teilen werden durch neue Parcours und Cups erweitert und sollen so für genügend Abwechslung sorgen. Weitere Vielfalt soll außerdem das aus Mario Kart 7 bekannte Feature der Fahrzeuganpassung bringen. Neben den normalen Karts und Motorrädern kann man nun auch mit Quads über die Pisten düsen und dank spezieller Reifenmodelle das Letzte aus seinem Vehikel rausholen. Zwar gibt es noch den nervigen blauen Panzer, der den Erstplatzierten regelmäßig einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Hinzugekommen sind für Teil 8 allerdings 4 weitere Gegenstände. Der interessanteste ist hierbei wohl die Crazy 8. 8 verschiedene Items zirkeln um euch herum und werden zufällig nach und nach aktiviert. Damit sollte selbst Robin einige Plätze wettmachen können. Da wir bisher nur eine vorläufige Version zu sehen bekommen haben, können wir natürlich noch kein abschließendes Fazit ziehen. Allerdings hat uns der neue Funracer aus dem Hause Nintendo recht gut gefallen. Endlich neues Futter für die Wii U. Altbekannte Kost, gemischt mit neuen witzigen Ideen. Wir freuen uns auf die fertige Version am 30.05., schalten schon mal einen Gang hoch und treffen uns mit unseren Gegnern an der Startlinie. Thank you for watching.